Aufstellungen sind wie so ein Geländer, das kann so ein bisschen Halt geben. Also wirklich fremde Menschen, die nichts über das System wissen, können sich dort einführen. Und es funktioniert. Und es funktioniert bei 90% der Teilnehmer auch wirklich ohne große Probleme. Also im Aufstellungsthema habe ich ja andere Experten interviewt und da hat einer auch gesagt, oder ich glaube sogar zwei Männer waren das, durch diese Stellvertreterposition hätten sie endlich auch gefühlt. Also vorher war das so wie zugeschüttet und sie durften gar nicht fühlen. Und auch das kann wie so eine Gefühlsschule kann das sein, weil man das ja wirklich auf einmal so spürt und sich auch vielleicht mehr traut, es zuzulassen, weil man ja stellvertretend für jemand anderen dasteht. Mhm. Aber das bewegt in einem selber natürlich in der Folge auch was oder öffnet überhaupt diese Gefühlskanäle, würde ich mal so sagen. Und das ist auch, was ich so erlebe in den Aufstellungen, wenn das erste Mal diese Entdeckung gemacht wird, dann rattert es im Kopf und man sieht so richtig, ja, es erklärt so vieles. Es ist wirklich wie ein ganzer Lampenladen, der da angeht an Erleuchtung. Ne, wenn man gerade an Beziehung retten ist, kann es ja sein, dass der andere nicht mitmacht. Aber das ist zum Beispiel auch was Wichtiges, dass wenn ich das Gefühl habe, mein Partner will nicht auf ihn warten, dass er was tut für die Rettung. Warum sollte er? Er will ja nicht, sondern selber losgehen. Auch so im Leben selbst, ne, wenn wir eine glückliche Beziehung haben, wird auch vieles andere leichter. Ich habe noch was vergessen. Und zwar bitte tragt euch durch ein und meldet euch an für den Happy Single Kongress, wenn euch das Video gefallen hat. Und ladet eure Freunde ein, teilt das Video. Und ich freue mich total auf euch. Tschüss.